Hallöche Leute, Valar Morghulis und willkommen zu einem neuen Part, beziehungsweise einem neuen Chest-Opening-Part in Titan Brawl. Denn vor ein paar Tagen hat die letzte Saison geendet. Wir waren auf dem Elite-Rang und dafür gibt es, das möchte ich euch kurz zeigen, hier, Belohnung bei Saisonende, 200 Gems, 10 Goldkisten und 3 Platinkisten, Freunde. Also 13 Kisten und ich habe noch ein wenig weitergespielt natürlich. Man fällt ja dann wieder auf, wenn man auf Elite ist, wie ich es war, fällt man auf Platin oder was auch immer, das ist 5 zurück, das hier, Legende 5. Legende 5 und hat dann natürlich wieder 1, 2, 3, 4 Stufen zu bewältigen. 5 mit der Elite, sodass ich jetzt quasi noch mehr Kisten erspielt habe. Und wie auch immer, wir haben 25 Kisten zu öffnen. Davon sind viele Goldkisten und sogar 2 Platin dabei. Also, da können wir uns richtig auf was freuen. Ich sage euch nochmals, was ich will. Es hat sich inzwischen ein wenig verändert. Ich habe dies und das bekommen in der Zeit. Was ich unbedingt möchte, mehr als alles andere, könnte man sagen, sind hier der gute Rock und der gute Drock. Die beiden hätte ich unheimlich gern. Das würde mir sehr viel, bedeuten, ja, würde ich mal sagen, das würde mein Herz erwärmen, wenn ich Rock und oder Drock bekäme. Und ansonsten vom Titan her, zack, boom, Leute, haben wir Level 10 bekommen, schau dir das an. Und hör, siehst du, kriege ich noch so eine Goldkiste, ne? Zack, haben wir 26 Kisten zu öffnen. So, und vom Titan her hätte ich gerne diesen hier, Snuffed oder Chippy. Mal schauen, Freunde, ich bin gespannt. Lasst uns starten, würde ich sagen. Los geht's mit Goldkiste Nummer 1. Boom. Was sollen wir kriegen? 7 Tage lang. Okay, 5-mal Vortigern rechts oben, der Totem. Der ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und einmal Sabrina ist auch sehr gut. Das ist links die epische, die lilane, falls ihr das Spiel noch nicht so gut kennt. Freut mich sehr. Vor allem 5-mal Vortigern ist sehr, sehr nice. Okay, komm schon, Rock oder Drock, Rock oder Drock, bitte, nein, okay. Aber 5-mal Zul, das ist sehr gut, 4-mal Aisha, die benutze ich tatsächlich auch gerade. Einmal Chi-Chi ist nie verkehrt, Chi-Chi ist super geil, sehr, sehr gut. Uns fehlen hier noch 7-mal Karnak, da könnten wir den auch nochmal upgraden. Also 7-mal Karnak wäre auch nicht verkehrt, sage ich mal. Okay, weiter geht's, Rock oder Drock, Rock oder Drock. Rock oder Drock? Rock oder Drock? Nein. 6-mal Zul. Okay, kann man haben. Der Rest ist geht so. Geht so. Höchstens hier Guild Ward oder wie der heißt, ist nochmal okay, aber 6-mal Zul ist okay. Rock oder Drock? Rock oder Drock? Rock oder Drock? Nope. 6-mal Poseidon als Titan, 6-mal Zul als Titan oder mal Sabrina und 4 Tor. Also das sind alles 4 gute Marken, muss man sagen. 4 gute Marken. Auf jeden Fall. Okay, nächste Kiste, Freunde. Boom, Rock oder Drock, Rock oder Drock. Nichts davon. Okay, einmal Chi-Chi, 5-mal Vortigern, sehr gut. Ja, Rest Tribor und der da oben, wie auch immer der heißt, unnütz, werde ich nie benutzen. Okay, weiter geht's. Rock oder Drock, Rock oder Drock, Leute, Rock oder Drock. 5-mal nicht, 6-mal Archer, brauche ich nicht. 4-mal Heiler, nee, das war eine Schrottkiste. Leute, es kann doch nicht sein, dass bei 26 Kisten nicht einmal einer von beiden drin ist. Das kann eigentlich, statistisch ist das... Geht gegen null. Na gut, next. Rock oder Drock? Nein. 5-mal. Ja, das ist nicht schlecht. Einmal Chi-Chi ist gut. 5-mal diesen Eisbären. 6-mal die Titanen da unten, die benutze ich nicht. Aber okay. Was willst du machen? Weiter geht's. Bup. Rock oder Drock? Nein. Wieder 4-mal dieser lilane. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber der ist gar nicht so schlecht. 5-mal Zul. Wieder einmal Chi-Chi und 6-mal Trebor rechts oben. Braucht kein Mensch. Na gut, weiter geht's. Boom! Rock oder Drock, bitte! Das kann doch nicht wahr sein, Leute! Das kann nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Okay, die 4 Marken sind eigentlich Müll. Die brauche ich mehr oder weniger nicht. Leute, das... Na komm, ich bin jetzt ruhig. 17 Mal und BAM! Oh nein! Okay! Meister Yi haben wir freigeschaltet hier. Yoshimitsu, Schwertmeister, wie auch immer. Okay, neuer Champion, immerhin. Krasser, sehr starker Angriffschampion, wenn er denn mal am Tower ist. Genau das gleiche wie Sabrina. Muss mal Taktik überlegen. Mal schauen. Ob wenn wir jetzt kriegen wir wahrscheinlich viele Marken von ihm. Weil das Spiel ist ähnlich wie Clash Royale. Das ist die, die ein niedriges Level haben oder wenige Marken, die er vermehrt gibt, damit die halt hochgelevelt werden. Werden wir jetzt wahrscheinlich öfter kriegen. Also ihn neu, dann noch einmal Sabrina, der Rest.
Muss nicht so, also. Na gut, weiter geht's. Wir haben drei Platin. Ah ja, wir haben drei Platinkisten bekommen für Saisonende. Ja, nice. Okay, komm jetzt. Da muss doch Rock oder Drock drin sein. Ah, oh, unglaublich, ey. Oh, 50 mal Karnak. Nice. Hier brauchen wir noch 7 mal. 50 mal Poseidon da unten. Nice. So, hier sehen wir schon. 4 mal diesen Meister Gi. Yoshimitsu, nicht? Ja, 4 mal Yoshimitsu. 12 Feuermarken. Das kommt sehr gut. Die kann ich tatsächlich gebrauchen. Da fehlt mir nur eine. Jetzt nicht mehr. Okay. Weiter geht's. 15 haben wir noch. Boom. Rock oder Drock? Oh Mann. 14 Feuermarken, das kommt auch wieder gut. 4 mal Yoshimitsu, 50 mal Suhl da unten, das ist stark. Und 50 mal Trebor, der braucht kein Mensch. Okay. Gut, weiter geht's. Die dritte, glaube letzte Platinkiste. Dsch. Ja, das ist nicht wahr, Leute. Nochmal Feuer, sehr gut. 5 mal Sabrina, das ist gut. 50 mal, naja, das geht. Okay, jetzt haben wir ja noch ein paar... Was sind das? Freie... Ah ja, Free Chest, die es alle 8 Stunden einfach umsonst gibt. Okay. Dreimal Poseidon. Ja gut, wenn es sein muss. Weiter. Böp. Zweimal Karnak. Okay, 5 Gems. Einmal Pflanzenmarke. Okay. Böp. Zweimal Karnak. Einmal wen auch immer. 5 Gems und einmal Pflanze. Okay, oh Leute, das kann nicht wahr sein, dass ich bei 26... die nicht kriege bei 26 Truhen. Das ist ein Unding. Ich habe sogar 2 Chancen, Rock oder Drock. Ich bin ja nicht mal, wisst ihr? Da bin ich, ja, gib mir, was du willst, Gott, aber tu es. Na gut, weiter geht's. Böp. Bronzekiste, erwarte ich nicht viel. Ja, dreimal diesen Zyklopentitan. Den zweiten, da spiele ich nicht. Okay. So, noch eine Goldkiste. Komm schon, Rock oder Drock, Rock oder Drock. Einmal Yoshimitsu, 6-mal Suhl, ist okay. Die anderen beiden sind nicht benutzbar für mich. So, hier haben wir noch eine Silberkiste am Start. Ja, 2-mal Poseidon und 3-mal Aisha. Naja, immerhin. Immerhin. Böp. 3-mal Aisha. 2-mal Suhl. 4-mal Elena. Elena heißt sie. Rechts oben. Die Eistante. Okay, 5 Kisten haben wir noch, Freunde. Böp. 3-mal Aisha. 5-mal Poseidon. 18 Gems, immerhin. Okay. Rock oder Drock? Rock oder Drock? Rock oder Drock? Nein. 2-mal Eisbär, Polyrush. Wie heißt der? Polkrush. Polkrush heißt er, glaube ich. Okay, 3-mal Suhl, 2-mal Heilerin, wie auch immer die heißt. 2 Goldkisten sehe ich noch. Das ist gut. Chance auf Rock oder Drock. Oh, Mann. 6-mal Erik, glaube ich, heißt der. Brauche ich nicht. 1-mal Sabrina, immerhin. Okay, eine Freichest. Bip. Einmal, okay. Einmal den, 2-mal Poseidon, ist okay. Letzte Goldkiste, Leute. Ich kann nicht wahr sein. Fortuna ist nicht auf unserer Seite. Ach, einmal Yoshimitsu, 5-mal diesen Kollegen, 12-mal Poseidon. Ach, meine Güte, ey, das kann nicht wahr sein. Okay, was wir aber machen können, ist Suhl upgraden, den Totem, das ist sehr gut. Wir können Karnak upgraden, ebenfalls sehr gut. Und... wir können, wenn ich mich nicht irre, genau, Vortigern upgraden. Auch sehr gut. Auch hier Poseidon haben wir oft bekommen. Auch nicht schlecht. Haben wir alle 3 Totems. Aber nicht Rock oder Drop. Das ist echt unklar, Leute. Das ist echt unklar. Wollen wir uns mal ganz kurz den neuen Champion angucken. Haben wir hier Yoshimitsu. Gucken, wie er in Wirklichkeit heißt. Keio. Okay, wir bleiben aber Yoshimitsu. Das gefällt mir besser. Der hat 22 Schaden. Das ist nicht schlecht. Spezialfähigkeit, da kann er einen Klon machen, das ist richtig stark. Was ist cooler als ein Roboter-Ninja? 2 Roboter-Ninja. Okay, mit hohem Schaden pro Sekunde, ja. Also ist ein echt starker Hero, das muss man sagen. Der hat mich schon ein paar Mal weggebumst. Mal gucken. Und Rock, wo seid ihr? Freunde, wo seid ihr? Warum versteckt ihr euch vor mir? Rock und Rock? Nee. Na gut, gut, Leute, das war's mit den Saison-Highlights. Mit den Saison-Belohnungen, wollte ich sagen. Nächste kommt dann in 11 Tagen und 13 Stunden. Also in 11 Tagen haben wir wieder die Chance auf Rock und Rock. Und ja, das soll's erstmal gewesen sein, Freunde. Weiteres dann in weiteren Parts, Kämpfe und so weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen, Kommentar und Abo da. Wir sehen uns wieder in einem anderen Part/Spiel, was auch immer. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Freunde, und ciao.